Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah wird den Diener fragen, ja Abdi, o mein Diener, warum hast du mich nicht besucht, als ich krank war? Der Diener wird sagen, ja Rabb, der Maliki Yawmiddin, Rabb al-Alamin, du bist der König, der Herrscher am jüngsten Tag. Du bist der Herr der Welten. Wie soll ich dich denn besuchen, wie du bist krank? Allah wird ihn antworten, war denn nicht mein Diener Filan und Filan krank, ja Abdi? Er wird sagen, ja. Hättest du ihn besucht, hättest du mich wahrlich davor gefunden. Mein Diener, warum hast du mir nichts zu essen gegeben, als ich hungrig war? Und der Diener wird sprechen, mein Herr, du bist doch der Herr der Welten. Wie kannst du hungrig sein? Wie hätte ich dir Essen geben können? Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, waren denn nicht mein Diener oder meine Dienerin hungrig? Hättest du ihm zu essen gegeben, so hättest du mich wahrlich gesättigt. Und das ist das, was Allah uns sagen möchte. وَنَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ. Allah ist unbedürftig. Wir können Allah nicht sättigen. Allah will uns damit beibringen, ja Abdi, such mich in den Taten. Alles, was gut ist, wirst du mich vorfinden. Gewiss, Allah ist rein und er liebt nur das Reine. Gewiss, Allah ist gut und er liebt nur das Gute. Gewiss, Allah ist schön und er liebt nur das Schöne. Such mich in den Schönen, such mich in den Guten, such mich in den Reinen. Du wirst mich da finden, ja Abdi.